Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem ModMap Hof Hirschfeld. Heute zu einer Vorstellung von zwei Mods. Und zwar zwei Mods, die euer Spiel deutlich, deutlich realistischer machen. Wer kennt das nicht? Ihr wollt ein realistisches Spiel auf der Karte machen und trotzdem springt ihr dann mal eben hier über die Karte und sucht euch den nächsten Traktor. Ja, die sind natürlich in Gelb. Und springt da rein, ne? Leer in Fahrzeug einsteigen. Oh Mann. Der funktioniert nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Ist natürlich gewollt. Dann gibt es die Möglichkeit des Tabbens. Ne? Ich drücke gerade die Tab-Taste, ihr hört das. Funktioniert auch nicht mehr. Ich gehe in den Traktor, Tab-Taste, nix. Aber auch gar nichts. Das heißt tatsächlich, um ein Fahrzeug zu fahren, müsst ihr raussteigen, wohin laufen, verrückte Welt, ne? Und einsteigen. Welcher Landwirt macht denn so einen Quatsch? Ja, natürlich. Also, wie gesagt, Realismus-Spieler, das ist genau euer Ding. Dann ist man nicht verführt, irgendwo hinzuspringen auf der Karte, zu irgendwelchen Punkten zu springen. Das ist damit wirklich raus. Jetzt müssen wir mal gucken. Auch Farmhaus geht nicht. Also ihr könnt tatsächlich nirgendwo mehr einfach hinspringen. Ich drücke gerade die Leertaste wie ein Irrer. Das geht einfach nicht. Ihr seid weiterhin an der Stelle, wo ihr seid. Das ist vom Modder Nil Brain. So viel bedeutet wie kein Hirn. Aber das finde ich nicht. Das ist durchaus clever gemacht. Ganz kleine Script-Mods mit Funktionen, die halt deaktiviert sind. Schöne Sache. Ne? Das kann man durchaus mal mitnehmen. Und wie gesagt, ihr tippt hier hin und her und könnt nirgendwo durchspringen. Jetzt könnt ihr wirklich mal sehen, wie lang Wege auch auf einer kleinen Karte sein können. Ja, lieber Modder, vielen Dank dafür. Schöne Sache das. Und euch wünsche ich viel Spaß damit. Lasst mir ein Däumchen da, wenn euch das gefallen hat. Und natürlich einen Kommentar. Würdet ihr das spielen? Seid ihr so realistisch unterwegs? Macht das Sinn? Oder ist das alles Quatsch? Ihr wollt spielen und ihr wollt durch die Gegend hüpfen wie die Wilden und ihr wollt tabben durch die Geräte? Schreibt es gerne rein. Alles ist willkommen. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Es gibt nur, ich spiele real oder nicht. Von daher, jede Spielweise ist hier erwünscht. Ich finde den Mod cool. Also wenn wir nochmal so ein ganz realistisches Projekt aufmachen wollen, könnte das durchaus sein, dass wir den mal mitnehmen. Ja, und dann sage ich nochmal alles Gute, bye bye und ade.